Da bin ich auch wieder. Und ja, wir sind immer noch auf Route 4. Wir müssen ja nämlich noch durch den Mondberg. Und ja, unser Team sieht momentan so aus. Bestehen aus Knorr, Lynn und The Rock. The Rock Johnson. Kennen wir ja alle. Wir haben noch natürlich noch mehr Pokémon. Haben wir sehr schön eingefangen. Wir können auch ein paar Pokémon abgeben, beim Professor abgeben, dann kriegen wir nämlich schöne Bonbons. Und das kann durchaus sehr lange dauern, je nachdem, ob wir 1, 2 oder 3 Bonbons kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie das da so funktioniert. Aber ich hoffe wirklich, dass man später irgendwie mehr als ein Bonbon kriegt. Ansonsten muss man tatsächlich sehr viele Pokémon einfangen, um irgendwie ein Stat voll zu kriegen. Ja. Dann wollen wir mal durch den Tunnel. Ich meine, Knorr, Volker schön. Ja, das ist ein Subat. 2 Stück sogar. Aber die sind alle neutral. Aber komm, fangen wir einfach mal ein. Weil wir haben bislang noch keinen Subat eingefangen. Dann soll es auch ganz gut laufen. So, zuallererst brauchen wir immer noch einen normalen Pokéball. Nicht, dass ich meine schönen Superbälle hier verbrauche. So, erstmal hier ein bisschen Himbeere. Und aufpassen. So. Ah, Mist. Da war ich minimal zu spät. Da war ich wirklich minimal zu spät. Klasse, Zubat wurde eingefangen. Nice. So, Lynn hat schon ein Level up. Level 14. Sandwirbel. Nein, Sandwirbel brauchen wir gar nicht. So, 0,88 Meter groß. Zubat. Was hast du denn für ein Wesen? Zartes Wesen. Okay. Ich weiß nicht. Zartes Zubat. Nee, lieber nicht. Schade, dass ich von hier aus die Pokémon in die Box packen kann. Das würde ein bisschen schneller gehen. Aber ist ja okay. Noch ein Zubat. Pipi. Nice. Ich hoffe, wir sehen auch einen Scharnierer wieder. Weil ich kann mir das nicht entgehen lassen. Never ever. Gott. Muss ich mal richtig ziehen lernen hier. Wow. So. Nach rechts. Also von links nach rechts schwingen. Sonst funktioniert das nicht. Nee, Pipi will nicht. Ich meine, Pipi ist auch ein bisschen selten. Ah, großartig. Sehr schön. Aber trotzdem. Pipi will nicht. So, wieder großartig. Ah, endlich. Nice. Aber Pixies haben ist auch sehr nice. Auch wenn es die Fähigkeit nicht hat. Aber Pixie ist so schon wegen dem Typen richtig defensiv. Nehme ich gerne. Vor allen Dingen später gegen Siegfried ist schon Vorteil. Wie sagen es aber zaghaft. Ah, neutral. Wobei The Rock ist auch neutral. Aber Pipi muss man sich schon überlegen, weil da müsste ich den Mondstein benutzen. Und ich weiß nicht, ob hier Mondsteine begrenzt sind oder ob die Pokémon das finden. Oder ob es einfach so auf dem Boden liegt. Aber im Originalteil waren Mondsteine eher begrenzt. Oh, wieder Pipi. Ja gut, dann fangen wir noch ein Pipi ein. Why not? Wow. Okay, das ist nur gut. Das war ein bisschen zu früh.
Das war fabelhaft. Jo. Und auch dieses Pipi will mitkommen. Sowas ist doch sehr nice. Steinwurf. Oh ja, Steinwurf ist nämlich gut. Da brauchst du Tackle nicht unbedingt. Schwupp. Sogar eine Serie von 2. So, Pipi. Ja, später kann ich sowieso nochmal Pipi einfangen. Ist weiblich und zart. Zart kann man machen. Kann man... Ist okay. Nehmen wir so mit. Ich meine, wenn wir richtig kompetitive Pokémon haben wollen, dann können wir immer noch weitere Pipis einfangen. Ist jetzt kein Problem. Wollen wir es wirklich mitnehmen? Ich meine, es gibt nur Pipi als Feen-Pokémon. Und vielleicht Pantimos. Weil, na klar, es gibt doch die IVs und noch ein paar andere Gedöns. Ich werde es überlegen. Ich kann Pipi erstmal so im Team lassen. Ich glaube, das ist okay. So, links immer noch James. Der wartet schon 3000 Stunden auf uns. Keine Ahnung, was er so macht. So, gibt es noch weitere Pokémon? Ach, hier habe ich noch gar nicht. Was? Ich habe es nicht geholt. Äther? Wut? Könnte man später gut gebrauchen. Ich meine, die AP sind ja nicht unendlich. So, da können wir natürlich nach unten gehen. Da oben geht's weiter. Wenn ich mich recht erinnere. Weil dort war nämlich Jesse. Nochmal Paras. Paras ist leider nicht gut. Kann zwar Pilzspore, aber... Ansonsten... Nee. Wobei, vielleicht ist es bei dem ein bisschen anders. Wenn Paras irgendwie outspeedet. Dann könnte man da schon was machen. Gesang. Nice. So, Paras brauchen wir nicht weiter anschauen, weil Paras... Ist es nicht so mein Fall. So, Paras. Geh mal rinne. Ich glaube, ich übersteuere immer noch ein bisschen. So. Ich meine, wenn ich nur 5% oder 10% im roten Bereich bin, dann ist es ja noch okay. Aber irgendwie sehe ich da 50%. Ich hoffe, jetzt ist okay. Ah, da ist Team Rocket-Mitglied. Hi. Na? Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Wir sind stark und da jagen jedem Angst ein. Wieder grinst. Mama. Wann wirkt sie eigentlich, Confenser? Das war schön. Gerade Fratz hier wegätzen. Ich hab's vermasselt. Tja. Tja, mein Lieber. Noch ein Baby. Nice. Ah, schade. Richtig schade. Supi.
Suppiduppi. So, wollen wir mal gucken. Pipi ist hier sacht. Haben wir einen Spitzeangriff. Ah. Da sage ich nur, ah. Das schmerzt. So viel Zubats. Ein Sonderbonbon im Bonbonglas. Das finde ich nice. Dann gibt es nicht nur Sonderbonbons, sondern auch andere Bonbons. Und Sonderbonbons gehört natürlich noch dazu. Paras ist groß. Ja, aber Paras brauchen mich unbedingt. Normal Pipi. Pipi ist also normal selten. Nicht extrem selten. Hallo? Sondern kommt mal häufig vor. Wobei man eher Kleinstein und Supertier sieht. So, da habe ich das perfekte Pokémon. Säure ist effektiv. Ich glaube, es gibt nicht so viele Feen-Pokémon. Ich meine, Pipi. Also die Entwicklungsreihe von Pipi, dann Pummeluff und Pantimos. Mehr nicht. Ich bin jetzt schon auf die Meta gespannt. Würde sehr gerne mitmachen. Oh no, ich habe verloren. Wie nur das denn? Ah, da ist James. Was mache ich hier nur? Gar, hör auf, uns zu folgen. Tja, wenn du nur weiterlaufen würdest, dann würde ich dich ja gar nicht folgen. Aber du bliebst da ja stehen. Pixie, was? Was zum Teufel? Ja gut, dann kann ich mir gleich einen Pixie mitnehmen. Dann brauche ich ja keine Mondsteine zu verbrauchen. Erstmal voll in Zeitlupe. Wahrscheinlich absichtlich. Alles klar. Mit einem gewöhnlichen Pokéball. Einfach mal so Pixie eingefangen. Auch sehr viele Erfahrungspunkte. Einfach mal übertrieben. Tarnsteine? Wut? Geduld brauchen wir nicht. Bei Geduld, ja, aber brauchen wir nicht wirklich. Krass. Einfach mal Pixie. Zaghaft. Also neutral. Ja gut. Dann brauche ich mir später keine Sorgen zu machen. Dann haben wir schon Pixie. Ja, da wollte ich jetzt nicht hin. Finde ich sehr gut. So, ich glaube, Pixie kann ich mir aus dem Pokéball holen. Das will ich mir anschauen. Darf ich auf den Kleinstein reiten? Da kann ich schon auf den Pixie reiten. So. Dann nennen wir mal Pixie Pixtastisch. Gerichtet unserem kompetitiven Pixie. Pixtastisch. Oh ja. Das ist doch nice. So machen wir es. Okay. Ah, ist das nice. Pixie ist so groß und nice. Wenn es die tatsächlich groß ist, dann... Oh ja. Nugget.
Soll ich Pixie nach vorne tun? I don't know. Ich könnte auch der Rock nach vorne tun. Aber wenn gleich Pflanzen-Pokémon kommen, dann ist es nicht so von Vorteil. So, komm, ich tue mal Pixie nach vorne. Er war. Ach, du kannst nur Fund. Kannst du vielleicht Kopfnuss? Das wäre not bad. Oder Zahltag. Kannst du zumindest eine stärkere Attacke als jetzt irgendwie Fund? Da ist ein fettes Zubat. Ja, ich bin auch hier, um die Höhle zu erkunden. Ich habe gesehen, hier gibt es auch noch Onyx oder so. Ein Scharnierer haben wir auch schon gesehen. Das will ich mir noch einfangen. So. Kopfnuss! Ja, geht. Wir können immer noch ein bisschen flinchen. Natürlich kommt hier Sandwirbel. Ah, ich glaube, ich gehe lieber raus. Zu Knorfix. Ich muss schon sagen, ist ein richtig schönes Spiel. Also... besser als gedacht. Alter, ich will so richtig geil, dass den Lebenspunkt einen so richtig nach unten prasseln. Da merkt man schon, wie stark die Attacke eigentlich ist. So, noch ein richtig fettes Zubat einfangen. Riesig. Ups. Jo, Zubat will direkt mit. Ein riesiges Zubat. So, wie groß bist du? 1,03 Meter. Large. Ach. Manchmal, ne? So. Dann schauen wir uns mal die Zubat an. Ist sogar mutig. Nicht so gut für Zubat. Hier noch so ein Hiker. Was, ein Kind? Ja. Ich bin ein Kind. Rufus. Ja, da muss ich raus. Ich hoffe, ich darf später noch meine Augenfarbe oder so ändern. Moment, hast du zwei Pokémon? Ja, Knorrschnur Level 16. Krass. Ah, du hast einen Bonus gekriegt. Und Schlafbude. Eigentlich Wickel. Jupp. Hat tatsächlich zwei Pokémon. So gefällt mir das. Jetzt hat er mir gleich zwei überrumpelt. Ja, du hast zwei Pokémon, zwei überrumpelt. Passt. Eine Perle. Gibt es eigentlich versteckte Items? Naja. Wer bist du? Halt! Beutelkontrolle! Hast du ausreichend Pokebälle bei dir? Sieht gut aus.
Kontrolle bestanden. Falls je die Pukebälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich kriegen wir von ihm 50 Pokebälle, falls sie keine mehr haben. Da ist Mauzi. Miauz. Also wenn wir das Spiel durch haben, würde ich auch gerne hier Shinehunting betreiben. Oh, ein großes Kleinstein. Nehme ich. Ich meine, die Shiny-Chance wird sich... Oh, schade. Je nachdem, wie viel wir vom gleichen Pokémon eingefangen haben. Also quasi so eine Art Kette. So, Lin hat auch Level 16 erreicht. So, Level 7er Kleinstein. Du kommst mit. Ah, ich freue mich schon, wenn ich Apollo habe. Das wird richtig nice. Aha. Oh lol. Taucht einfach so ein Kleinchen auf. Nö, da hau ich ab. Wir haben ja etwas Wichtiges zu erledigen. Ja. Pokémon klauen. Und die Fossilien schnappen. Traumauto. Ein Traumauto. Kennen wir alle. Nice. Zurückgeschreckt. Und nochmal. Oh Gott. Ernsthaft? Hypnose? Ich habe keinen Aufwecker. Blub, blub, blub. Konfusion hört sich immer noch sehr nice an. Dieses Blululu. Wach auf, Pix-tastisch. Sehr gut. Du hast ihn fast besiegt. Level 9. Bonus. Das heißt, wir kriegen mal pro Level einen Bonus. Ich glaube, das kann ich später erwähnen. Wegen den ganzen Daten. Was in Data Mines so stehen. Wie das hier berechnet wird. Ich meine, es gibt diese Bonbons. Und nicht wirklich das normale IV-System. Das heißt, wenn wir jetzt immer Bonuspunkte kriegen, dann brauchen wir später auch nicht so viele Bonbons mehr benutzen. Auch nicht schlecht. Da, das schwarze Ding dort drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Miauz? Hi. Na los, mach schon. Du schaffst das, Mauzi. Miauz, ah. Team Rocket. Oh Gott. Nee, nee, nee. Go away. Go away from me. Ich glaube schon das dritte Belebe. Du, du, du. Eine Rüppelin.
Ja, da muss sie raus. Dürrock. Ich hoffe, ich werde nicht vergiftet. Oh Gott, Superschall. Geh weg damit. Hier, du kriegst einen Steinwurf. Down. Jetzt bin ich sauer. Warum sind alle so sauer? Was? Immer wenn die verlieren, sind sie so sauer. Ich habe diese Fusseln gefunden. Also gehören sie auch mir. Nur mir. Wer zuerst kommt, zahlt mal zuerst. Ich wollte schon sagen, wer zuerst kommt, zahlt zuerst. Tüffler Miguel. So, kann das Ding schon Elektroattacke? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ding kann nur Self-Destruct, beziehungsweise Finale. Dürrock kann das sehr gut tanken. Oder Lichtschild. Wut. Jetzt schon Lichtschild? Plupp. Und nochmal plupp. Magnetilo. Also Magnetilo ist, glaube ich, das einzige Stahl-Pokémon, kann das sein? Neben Alola Sandan. Wenn ich es mir recht überlege. Das ist krass. Und da haben wir nicht wirklich ein Pokémon, weil Magnetilo kann Stahlattacken. Und die meisten Boden-Pokémon sind auch vom Typ Gestein. Hm. Aber die Gestein-Pokémon halten auch sehr gut aus. Na gut, ich gebe dir eins ab. Meine Güte. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf. Aber bloß nicht gierig werden. Hm, darf ich hier cheaten? Carbotopse Ammonitas. Was nehme ich denn? Ja, Regen gibt's ja nicht. Aber ich glaube eher Ammonitas. Jo. Na nun gut, dann nehme ich das hier. Stehen geblieben. Jetzt kommen die Gauner. Dieses Fossil gehört uns, klar. Wie und wann hast du überhaupt uns überholt, hm? Unverschämt. Ich bin Jesse und ich bin James. Mauzi. Ja, zusammen sind wir Team Rocket. Smogon rettern. Ja, Pixie muss raus. Pixie muss auf jeden Fall raus. Und Evoli, du gehst auf den Kopfnuss. Auf Rettern. Alter, fast ein One-Shot. Mit Flinch. So, Kleinstein. Du gehst mal auf Rettern und Evoli kann mal Smogon mal flinchen.
Perfekt. So, Smogon ist keine Chance. Glaub das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind? Was? Meine Welt ist falsch. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Bye. Oh lol. Riesig. Haben wir aber schon. Was passiert, wenn ich hier schüttel? Ach so. Das passiert. Da sind wir jetzt hier. Route 4. Auf der anderen Seite. Oh lol, diese Lampen habe ich ja gar nicht gesehen. Also wenn es Nacht wird. Dann, ne? Lol, Pixie. Hi, Pixie. Pixie will unbedingt zu mir, ne? Und freut sich. Pixtastisch ist voller Energie. So, einfach mal 5 Pokébälle gefunden. Ah, da ist was gefunden. Dülülülü. Nanabeere. Oder Nanabeere. So, hier waren noch eigentlich die Jungs. Die sind aber nicht da. Also zumindest in Poco One. Originalspiel weiß ich das nicht mehr. Ah, da oben kommen wir auch nicht hin. Kannst du nicht mal kurz hochklettern? Anscheinend nicht. Moment, ist hier unten noch was? Ja, jetzt bin ich ganz unten. Wow. Achso, hier ist nichts. Ich wollte schon sagen. Nidoran sich auch nicht. Was ist das? Rettern. Sogar winzig. Die Schlange habe ich gar nicht gesehen. Wow. Ups. Ich glaube, das war ein Volltreffer. Also würde ich Golf spielen. Rettern wenigstens auch irgendwie schade. Rettern ohne Bedrohung? Da fehlt ja irgendwas. Aber ist okay. Small. Ja, aber ich würde gerne Omot mitnehmen und Alpollo, sonst hätten wir so viele Gift-Pokémon. Das ist ja unglaublich. Moment mal. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas übersehen habe. Sogar 3 Superbälle. So, gibt es hier neue Pokémon? Wer weiß? Nope. Die Lampen. Krass. Also vom Design her finde ich schon richtig krass. Sogar die Blumen hier. So, die Leute. Klein, groß. Alles klar, Evoli. Ich gehe da schon hin. Ich habe deinen Pokéball. Okay, da kommen wir sowieso nicht rund unten. Wendet sich ab. Los, Lectoball, Tackle, Menno, schon wieder nichts. Ich glaube, Lectoball braucht einfach mehr Zuneigung.
Darf ich mir was aussuchen? Gefällt dir das Eilrad? Ich würde wenn schon eher blau nehmen. Darf ich das hier nehmen? Gefällt dir dieses Fahrrad? Das ist dann grün. Ich glaube, das hätte man völlig übersehen. Wie du meinst. Ich würde eher zu blau tendieren. Oder will ich das immer umkolorieren? Ich nehme blau. Ich meine, es ist ja blau-orange, dann haben wir rot-grün und grün-grün. Ach, das ist ein Kunstrad. Achso. Wir kriegen nichts. Ich wollte schon sagen. Der erzählt nur, was das für Fahrräder sind. Schade. Also würde schon ein Fahrrad haben wollen. Wahrscheinlich gibt es hier kein Fahrrad. Oder später. Bisasam. Mindestens 30 Pokémon. Wow. Wie viele haben wir? 18. Das kann auch ein bisschen dauern. Und ich dachte schon, ich habe viele. So, da gehen wir rinne. Dieser Bill. Ich habe gehört, um in seltenen Pokémon ranzukommen, würde alles tun. Alles tun? Zwei Radfahrer tauschen. Ach, Moment. Moment. Ist das ein Alola-Radfratz? Ich habe einen Radfratz. Namens Fritz. Wenn das ein Alola-Radfratz ist, dann warum nicht? Ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, ob die Wesen fest sind. Von den zwei oder zufällig. Können wir vielleicht mal anschauen. Ich meine, wir haben ja Fritz dabei. Das ist ein Alola-Radfratz. Level 12 sogar. Ich darf aber nicht gucken, was für ein Wesen das hat. Ich darf Pokémon des Tauschpartners nicht ansehen. Na gut, machen wir. Dann haben wir es ja. Dann haben wir ein Unlicht-Pokémon. Ich weiß ja, ob wir es brauchen. Weil Radfratz ist nicht so stark. Größe, kein Info. Unlicht normal. Alola-Form. Na, überrascht. Mein Radfratz stammt aus Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion in Form oder Typ. Alles klar. Ist es so ein Teaser? Gibt es eine andere Herkunftsregion? Nicht nur Alola? Müsste es ja. Pfiffig. Okay. Verteidigung minus Spezialangriff. Bei Radfratz Alola. Kann man machen. Mann, ich werde es nicht unbedingt mitnehmen. Ich meine, es hatte ja höhere Defensivwerte. Also kann man das so machen. Das ist, glaube ich, auch das einzige Unlicht-Pokémon. Kann das sein? Tatsache. Alola Rotz ist das einzige Unlicht-Pokémon. Und Mega Garados. Das heißt, in der Psycho-Arena
Mal gucken. Soll ich es mitnehmen? Ne, ich hole mir gleich O-Mod. Mal gucken, vielleicht nehme ich es wirklich irgendwann mit. Jetzt haben wir zu viele Pokémon. Ja, Bill kenne ich ja, ne? Der ist jetzt ein Pokémon und wir müssen helfen. Moment mal, wer bist du denn? Hi! Ach so. Ja, jetzt haben wir die OP-Attacken. Jetzt haben wir die OP-Attacken. Ja, nun. Was nehmen wir denn? Also, für unser Team an sich bräuchten wir eigentlich Wasserattacken. Wasser und vielleicht Elektro. Und mit Elektro haben wir gar nicht. Wasser wäre gegen den Stein sehr gut, aber wir haben auch Pflanze. Ich glaube, ich nehme Elektro mit. Knisterladung. Ist Knisterladung? Ja, Knisterladung ist Elektro. Oh Gott. Ja, die Attacke ist OP. Kann ich Routenschlag verlernen? So. Ich meine, später kommen noch mehr Attacken dazu. Und wenn eine neue Attacke kommt, dann will ich das eher nehmen. Sollen wir Alola Radfratz mitnehmen? Ach komm, wir nehmen es einfach mit. Warum denn nicht? Ich meine, wir könnten das Team später immer noch ändern. Moment mal, kann ich's? Ich kann es nicht umbenennen. Und es hat auch keinen Namen. Oh, das ist ein bisschen sad. Weil jetzt habe ich jedes meiner Pokémon, die ich im Team habe, einen Namen gegeben. Und wenn da jetzt irgendein Pokémon ist, der keinen Spitznamen hat, das ist ein bisschen komisch. Ja gut. Wir gönnen's mal, dem Springbrunnen. Ich meine, falls hier jemand vorbeiläuft und da Geld zieht, dann kann er sich ruhig freuen. Ein kleines bisschen glücklicher als vorher. Okay, Evoli. Wollen wir es richtig treiben? Wer ist denn hier drinne? Ach. Dieser Typ. War ja auch, ich glaube, in Rot, Blau, Grün, Gelb. Der erzählt nämlich von Orden. Was sie so machen. Ein Sonderbonbon. Ich glaube, davon brauchen wir nichts. So. Alles klar. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil mein kleines Nixielein dabei hatte. Pah. Das arme Onix. Ja gut, wenn's passt. Und ihn ja sehr gut trainiert. Eigentlich könnte ich mir Superbälle gönnen. Dann noch ein Primärball. Alles klar. Dann noch ein bisschen Tränke. Und Aufwecker. Ich habe gar keinen Aufwecker. So, Fluchtzahl haben wir eigentlich schon.
Schutz? Es gibt Schutz? Brauchen wir nicht. Also hier brauchen wir gar keinen Schutz. Dann gehen wir mal nach oben und besuchen mal Bill. Ich meine, da wartet er sehnsüchtig darauf, dass jemand bei ihm vorbeikommt. Er ist ja so allein. Okay. Okay, ich darf nicht rein. Schade. Sie braucht ja sein Unwesen hier. Das Pokémon hat... Muss mich beruhigen. Alles klar, Fred. Alles okay. Gut zu wissen, dass er sich im Kampf beruhigt. Los, Pix-Tastisch. Das kriegst du hin. Oh Gott, Sandwirbel. Really? Und dann direkt noch verfehlt. Moment, haben wir unser Pokémon gar nicht geheilt? Wie viele Pokémon haben wir gar nicht geheilt? Läuft bei mir. Dann muss ich auf jeden Fall nachholen. Ich treffe wieder nicht. Alter, wie oft verfehlen wir? Los! Es kommt dauernd 1000 Windstöße und... Nice. One shot. Myrapla. Da können wir... ich glaube, da können wir zu Knorr. Säure. Sollte ordentlichen Damage machen. Ah, okay. Nur ein Drittel. Level 11. Pikachu. Ups. So, Steinwurf. Wie oft verfehlen wir jedes Mal? Aber Steinwurf muss ich verlernen. So, einfach mal Stein auf Kopf. Giftpuder brauchen wir nicht unbedingt. Puh, jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Das ist doch gut. Das ist schön zu hören. Mein lieber Fred. Oh Mann, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekanntes Pokémon-Jag. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin... Und jetzt halte ich fest. Da war Bill.
Der Pokémon ja gar nicht da. Stattdessen stand plötzlich ein Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. OMG. Alles klar. Dieses Pokémon ist nämlich Bill.